Liebe Leute, hallo, herzlich willkommen zurück. Das Jahr 1605, der Krieg gegen den Kirchenstaat, Runde 2, er nähert sich und es wird Zeit, jetzt hier dem Kirchenstaat auch endlich mal die Schranken aufzuzeigen, beziehungsweise sie in selbige zu weisen, dass sie uns überhaupt noch rivalisieren können. Das ist eigentlich eine absolute Frechheit. Und das werden wir beenden, indem wir alles nehmen, bis auf Rom. Aber bis dahin haben wir noch einen kleinen anderen Krieg zu führen. Der Wettlauf um Yucatan, er ist voll entbrannt. Wir wollen hier so viel Land wie irgendwie möglich an uns nehmen, bevor Portugiesen und Spanier hier kommen und frevelhafterweise, muss man sagen, sich möglicherweise ausdehnen, obwohl wir den Vertrag von Tordesillas unterschrieben haben. Die Tinte ist noch nicht mal trocken. Mal gucken, ob sie wirklich sich trauen, Land zu nehmen. Übrigens habe ich auch gesehen hier oben. Da sind sie auch schon zugange. Also ich glaube, unser koloniales Bestreben wird sich auf Mexiko beschränken, da wo es quasi am schwersten ist. Ich habe schon gesagt, als nächstes könnte ich mir vorstellen, im Kongo tätig zu werden und dann irgendwann hier in dieser Region nochmal Fuß fassen. Das wären so die zwei Areale, die Stützpunkte auch für die Missionierung der Welt. Stichwort Missionierung. Naja, wir machen kleine Fortschritte und immerhin haben wir zuletzt ja Tripolitanien zum katholischen Glauben gezwungen und ich würde fast sagen, sie missionieren auch tatsächlich, ne? Sie leisten Folge. Das gefällt mir gut, auch wenn die Stimmung, sage ich mal, ausbaufähig wäre. Aber hey, das ist eine andere Geschichte. Finanziell könnte es ein bisschen besser laufen, ne? Und ich würde gerne, weil ich das hier gerade die ganze Zeit sehe, was unsere Nachbarn fördern und den globalen Handel einführen. Den hätte ich auch gerne. Venedig groß macht, schön. Schön, schön für Sie. Werden wir auch wahrscheinlich mit Land wieder bedenken, sage ich mal. Gerade die ungarischen Kerne, die es da noch gab, kann ich hier übrigens immer noch nicht hin. Ne? Nee, nee, nee. Wir kontrollieren unser Kriegsziel nicht. Ist aber okay. Bisher haben wir, glaube ich, keine Schlacht so richtig schlagen müssen hier. Die Verluste beschränken sich auch darauf, dass wir hier von den ganzen Nürburgring erlitten haben. Braunschweig gegen Dänemark. Ich habe gesehen, gerade wurde schon ein Frieden unterzeichnet. Polen-Litauen sorgt für doch, ich muss sagen, schönere Grenzen. Ich glaube, Pommern wurde freigelassen. Und auch Brandenburg geht jetzt gegen Dänemark. Wird sich wahrscheinlich Lüneburg, Prignitz und sowas zurückholen. Ich hoffe, die holen sich auch die pommerschen Provinzen. Das sieht sonst ein bisschen komisch aus hier. Aber die Grenzen werden hier ein bisschen wieder eleganter, sag ich mal, gestaltet. Gerade wenn Russland hier wahrscheinlich sehr, sehr zu lang wird. Schweden könnte auch mal ein bisschen was nehmen, finde ich. Was ist eigentlich in Sachen Brandenburg und einer Neuauflage unseres Bündnisses denn denkbar? Wir können ja auch nochmal die Beziehungen verbessern. Ich habe immer noch ein Auge auf Russland, aber das ist schwierig. Ich habe nämlich gerade in der Pause mal geguckt. Also falls wir es irgendwann nochmal mit den Osmanen aufnehmen wollen, ne? Einfach mal so eine Zahl in den Raum gestellt. Dazu muss man aber natürlich auch sagen, so eine Armee muss man sich erstmal leisten können, ne? Also nur, weil sie so viele Truppen haben, heißt es ja nicht, dass sie dann auch bezahlen. Also so ein Truppenlimit haben, heißt nicht, dass sie auch bezahlen können. Die Spanier marschieren hier auch voran. Kann ich euch eigentlich auch hier direkt mal wegsnacken? Okay. Ich würde fast sagen, warum nicht hier noch einen zweiten Krieg anfangen? Der Trend geht zum Zweitkrieg. Ach, jetzt holen sie sich das so. Aber mehr Land kann ich, glaube ich, eh nicht nehmen. Wir werden auf jeden Fall ordentlich uns hier den Bauch vollschlagen. Ich befürchte aber echt, dass Portugal hier nochmal reinfährt. Jetzt haben wir immerhin gleich mal das Kriegsziel. Warte, bis das Netzwerk aufgebaut ist, kann ich die letzte Provinz quasi noch mit einem Anspruch belegen. Das machen wir jetzt. Wollen wir noch keinen? Hier, oder? Zack. Das ist so eine Frechheit, dass die uns immer noch rivalisieren dürfen. Durchaus eine Ehre, finde ich. So, dann habe ich gesagt, ich will euch insta den Krieg erklären. Keine Verbündeten. Die eine Provinz da geschenkt. Die hole ich mir so. Und hier marschiert weiter. Gibt dir überhaupt noch was?
Das ist auch noch meine Söldnertruppe. Na, Jose, dann mach mit. Hier können wir mal sorgen, dass wir da dann flotter durchkommen. Und das können wir noch lange nehmen. Und uns. Das ist da eine Festung. Ah, hier ist die Hauptstadt wieder, okay. Anstrengend alles. Aber gut, also gut, das passt. Bald auch hier die nächste Regierungsform. Die kommt. Warum? Warum komme ich so gar nicht hoch, was die Hingabe angeht? Warum Grundwert minus 0,5? Wo kommen die jetzt her? Unangenehm. Ne, warte mal, bin ich mit euch im Krieg? Und mit euch bin ich im Krieg, ne? Na gut. Macht ihr mal, ja? Euer Ding. Ja, warum? Woran liegt das? Wo kommt dieser Grundwert her? Was habe ich getan? Normalerweise steht ja da wenigstens dabei, wem ich das zu verdanken habe. Jetzt hier habe ich keiner. Keine Geschichte, die das beeinflusst, oder? So, hier komme ich auch nicht weiter, ne? Mit wem bin ich noch im Krieg? Da oben. Komm ich überhaupt hin, ja. Den hier auch mal den Boden aufwischen. Vielleicht noch die eine oder andere Dukate mitnehmen. Ist gar nicht. Wir marschieren hier Richtung Husateken, okay. Ihr seid das. Und dann haben wir noch die Kleinen hier, okay. Ja, wir machen gleich erstmal. Räumen erstmal auf, sag ich mal. Diplomaten werden wahrscheinlich gleich benötigen. Uiuiui. Da sind ein paar mehr als ich dachte. Und trotzdem, weil wir einfach. Ja. Immer gut, das sind nur Infanterieeinheiten, das ist alles nur Söldner, aber trotzdem wir gewinnen. Dafür sind es halt Söldner, ne? Oh, naja. Diese Niederlage war so nicht eingeplant, bin ich ganz ehrlich. Komm, wir wär's mal mit Ostchinesisches Meer, das ist auch schön da. Gut, die sollen hier kurz belagern, kommen da eh nicht voran, sei es drum. Das ist ein separater Krieg. Oh, die Osmanen gegen Russland. Die Osmanen gegen Russland. Gegen Russland, Ungarn, Astrachan. So, Ungarn finde ich schon mal gut. Bricht dadurch die Allianz mit den Osmanen. Kommt quasi zurück auf die Seite der Christenheit. Auch wenn sie, glaube ich. Nee, sie sind katholisch. Eigentlich ist Ungarn der logischere Verbündete sogar für uns als Venedig, als Reformierte. Aber sind in einer diplomatisch schwierigen Position für uns aufgrund von Polen-Litauen und dieser Allianz. Das wird das Osmanreich wahrscheinlich gewinnen. Sie sind der Angreifer, ne? Okay, ja. Wird sie auf jeden Fall beschäftigen, was ich mal machen möchte. Bisschen spaßeshalber. Achso, ich kann sie nicht zu Kriegsvorbereitungen bringen. Ich würde gerne mal den Franzosen so eine Art Entschuldungsprogramm auferlegen. Indem ich sie vielleicht mal so 2-3 Jahre in Kriegsvorbereitungen halte. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber. Naja, nicht unattraktiv. Wir gucken jetzt natürlich so ein bisschen, was macht der Krieg Ungarn-Russland mit dem Osmanischen Reich. Wo ist Astrachan? Das ist das kleine Ding hier, okay. Ja. Reicht natürlich jetzt nicht, sage ich mal, für einen großen Krieg. Ohne Frankreich würde es nicht gehen. Aber ne, jetzt in so einen Krieg hinein selber attackieren zu können, das wäre natürlich plötzlich sehr attraktiv. Muss aber erstmal meine eigenen Kriege hier zu Ende führen. Kreuzzug gegen die Osmanen ist schon mal nicht verkehrt. Punditon weiß, was es tut. So, die Söldner werden wir übrigens auch einfach dann auflösen. Wir können schon mal. Ach, hier sind wir immer noch nicht fertig gewesen.
Sagen, ich würde schon mal 10. Okay, wir lassen erstmal den Hafen sein da. 10 Transportschiffe schicken. Weil ich glaube, wenn ich einen größeren Krieg vom Zaun breche. Logau. Die Macht im Reich, dann will ich auch alle Truppen hier haben. Und will zumindest 10 Bricks. Ne? Entsenden. Die Söldner löschen wir dann. Sobald dieser Krieg hier durch ist. Kann ich mit euch aber schon mal Frieden machen. Einfach, dass ich den Warscore von euch wegkriege. Nein, kann ich nicht. Schon Pech, habe ich den Krieg erklärt. Ich kann hier natürlich jetzt einfach schon mal Land wegnehmen. So viel wie geht vielleicht. Das Land kriege ich halt jetzt die Frage, ne? Hier sind jetzt die Spanier und Portugiesen. Ich kenne jetzt hier auf... Wenn wir die zwei Provinzen noch mitnehmen, die werden dann natürlich getrennt. Das ist aber auch wieder... Schandpech. Ich könnte dann aber gegen Yucatan zumindest einen Anspruch aufbauen, weil ich werde mir einen relativ kräftigen. Wir könnten maximal Frieden wirklich jetzt hier alles, was ich besetzt habe, auch fordern. Das machen wir auch. Maximal Frieden, um dann aber hier einen Anknüpfungspunkt zu haben, wo und wie man weitermachen könnte. Da wird sich schon eine ordentliche Koalition bilden können. Wobei das meiste sind tatsächlich welche, mit denen ich eh... Ach, so viel geht gar nicht. Achso, ja, voll, ich muss weniger Kohle. Erheblich weniger Kohle? Okay, so. So, ich wenigstens noch das Sprungbrett. Bin ich darauf angewiesen, jetzt irgendwie 15 Jahre dann warten zu müssen. Andererseits könnte ich mich auch erstmal konzentrieren. Wo sind... Warte, wo ist das Gold? Da ist schon Gold. Ah, just die Provinz haben wir jetzt nicht. Das ist natürlich bitter. Kann natürlich auch warten, dass... Die machen nicht vor mir Frieden, oder? Stimmt jetzt aber viel zu haben hier. Tatsächlich. Moment, die haben jetzt hier wirklich Frieden gemacht. Das ist so kackendreist. Ignoriere den Vertrag. Wir haben den geehrt, den Vertrag von Tordesillas. Das ist für mich ein erneuter Verrat eigentlich an der Christenheit. Das ist echt mal meine Flotte jetzt auf Vordermann bringen hier. Boah, 20 Armee Tradition, aber Stabilität ist Stabilität, ne? Eh nur noch eine. Da war es ja schon, ne? Naja, naja. Aber was wir gleich machen, wir machen jetzt gleich Frieden, dann fordern wirklich mal Frankreich auf, ein bisschen Piano zu machen. Was? Die Husatheken, ansonsten... Das seid ihr? Schaut, die seid das. Okay. Okay, wir sind eh durch Portugal besetzt, von denen kriege ich ja gar nichts. Die kann ich schon mal abfrühstücken. Okay, die nehme ich mal mit dem weißen Frieden raus. Warum nicht? Weil es ein Vasall ist von Todd Steele und die gehören dazu. Okay, alles klar. Dann muss ich mit euch Frieden machen, ne? Das wäre zumindest der Frieden, den ich bräuchte. Ich hätte gern diese Provinz, die ärgert mich. Ich würde es schon gern verbunden wissen hier. Na, dass ich hier so... Woher ich gesagt, den Anspruch kann ich ja von hier aufbauen. Ich muss diese zwei. Ich hasse es halt so, ne, nicht zusammenhängendes Land dann irgendwie zu nehmen. Das könnte man dann noch Sachen machen. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Ich kann halt. Ich bin schon nicht uninteressiert, hier die ganze Kohle aus ihnen rauszuquetschen. Und das jetzt Land haben oder nicht haben, ne? Macht schon Sinn, wirklich einfach alles an uns zu raffen. Kann man hier machen, maximalen Frieden. Das geht doch nicht mehr, das ist in Ordnung. Das ist wahrscheinlich eh nicht mehr allzu lange geben.
Ne, den willst du nicht beibehalten. Den Abbruch. Zack. Es wird langsam. Und jetzt nehmen wir so viel es geht von Chanpech. Oder Chanpech, wie man will. Da können wir eigentlich auch Frieden machen jetzt, ne? Die Husateken sind drin, aber mein Gott. Die beiden Provinzen nehmen wir gleich, wenn wir sie besetzt haben. Wir nehmen das. So, haben wir noch halbwegs vernünftige Linie. Das würde ich nur eigentlich nehmen. Ich will nicht unbedingt, dass jetzt die anderen hier in eine Koalition reingehen. Ach da, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Wir nehmen die Kriegsreparation, wir nehmen die Kohle. Oh, das lohnt sich doch aber hier. Wie viel mehr könnte ich nehmen? Okay. Nehme ich schon noch die Kriegsreparation. Oh, Diplomat. Dann machen wir Frieden mit euch. Das müssen die auch erstmal kontrollieren kriegen jetzt, ne? So, das geht jetzt über. Zack, Neu-Jerusalem wächst. Schön. Wenn wir die zwei Provinzen besitzen, wird es auch nicht mehr ganz so hässlich aussehen. Und die Söldner kann ich aber eigentlich jetzt schon mal auflösen. Naja, wobei, wir behalten sie noch, um die Stadt hier zu besetzen. Dann nehmen wir die zwei Provinzen, da hängt jetzt auch kein anderer mehr dran. Mit euch haben wir jetzt einen Waffenstillstand bis St. Nimmerlein. Und wurde Frieden gemacht. Ah ja, sie machen Frieden. Sie nehmen wirklich nur diese eine Provinz. Kann sein, dass sie wirklich sich hier raushalten, aber die eine spanische Provinz ist natürlich ein Ding. Gut für uns, oder? Gut für uns. Hier haben wir also Waffenstillstand bis 19. Hier ebenfalls bis 19. Wir werden dann schon mal die nächsten Ansprüche aufbauen, aber in der Zeit geht es jetzt eh zurück. Wir haben einen weiteren Händler. Ah ja, weil wir jetzt, glaube ich, den Bonus freigeschaltet haben. Wo sieht man das? Irgendwo steht, glaube ich, dass ab 10 Provinzen, das müsste sich jetzt auch hier niederschlagen, ja, ab 10 Provinzen gibt es 5 aus Neu-Jerusalem und das gilt auch für Flottenstärke. Geil. Plus 10. Können über 100 Schiffe mittlerweile haben. Und einen zusätzlichen Händler gibt es on top. Sonst hast du ja gar keine Chance, einen Händler aufzubauen. Aber wir haben es mal ausgerechnet, ne? Davon abgesehen, dass wir immer noch nicht den Handelspunkt haben. Wir müssen einen von Mexiko in die Karibik. 1, 2, 3. Wir bräuchten 3 Händler noch. Und wir müssten das mal kennen überhaupt. Den könnte ich immer noch abziehen, ne? Dann fehlt mir einer, würde mir fehlen. Um wirklich hier so eine Geschichte überhaupt mal zu realisieren. Ich würde hier wenigstens abschöpfen wollen. Was kann ich auch nicht, ne? Das ist ein bisschen dumm. Merke ich mir das, dass ich das da eigentlich abschöpfen will? Ich meine, ich werde es jetzt hier mal übertragen. Wir müssen daran denken, dass sobald ich Mexiko kontrolliere oder noch einen Händler mehr habe, wir kriegen ja durch den globalen Handel noch einen. Können wir das alles nochmal reorganisieren. Das hier ist wirklich eine Frechheit. Aber gut. Und danach gucken wir wirklich mal, ob wir die Franzosen vielleicht nicht doch nochmal, ne, für den Frieden begeistern können. Für den Frieden beziehungsweise für eine kleinere Entschuldung. Geld übrigens, was ich auch durchaus natürlich in den globalen Handel stecken könnte. 1000, naja gut. Ich glaube, wir bauen erstmal die Flotte auf. Vordermann. Kann ich euch hier noch verbessern? Gucken mal, ob da was, bevor ich da jetzt rumexperimentiere. Boah, ist das alles teuer. Immerhin frühe Fregatte. Genau, die müssen erstmal reparieren, dann kann ich sie wieder einsetzen. Ihr werdet hier bald fertig, ist auch schön. Gucken wir uns gleich mal an, wie der Krieg von Russland aussieht. Ah, die auch noch mit Dänemark im Krieg waren, das hatte ich ungünstiges Timing. Schweden jetzt übrigens auch im Krieg gegen Dänemark, das finde ich wiederum ganz gut. Also die Grenzen da werden auf jeden Fall sauberer. Das ist interessant. Portugal und der Kirchenstaat verbünden sich. Das ist tatsächlich gut. Das ist sehr gut. Frieden verhandeln. Zack, zack. Wir nehmen alles. Gebt mir euer Geld. Ich will gar nicht wissen, wie viel Überdehnung jetzt unser
untergebene Nation hat. Steht das hier? Ich meine, ich krieg's halt, ne? Da waren teilweise jetzt auch Kerne, aber mehr darf ich jetzt auch nicht nehmen, sonst fliegt mir der Laden hier um die Ohren, beziehungsweise Neu-Jerusalem. Das könnte auch ein Ticken zu viel schon gewesen sein. Die nehmen wir weg. Ah, jetzt habe ich jetzt 2000 Mann noch, ja. Zu wenig Rivalen. Alter, Küchenstab, das ist eine Lächerlichkeit. So, hier die Venedig nehmen wir natürlich nicht. Küchenstab will ich auch nicht rivalisieren. Österreich? Wie Kongo? Was passiert, wenn ich Österreich? Ich meine, da muss ja mal gucken, welche Rivalen haben die, ne? Brandenburg. Okay, das könnte uns Brandenburg näher bringen. Dann machen wir das. Ah, Österreich. Handelszentren verbessern, ja. Die tauchen hier gleich erstmal nicht mehr auf, ne? Zack. Das ist super. Also super interessant auf jeden Fall. Jetzt muss ich da einmal noch zugreifen. Denn wenn ich jetzt den Kirchenstaat den Krieg erkläre, komme ich dadurch halt automatisch in einen Konflikt mit Portugal. Portugal aber ohne, dass... jetzt ist Venedig wieder... Die haben noch einen Waffenstillstand. Ah, und sie mögen sie, ne? Das ist ungünstig. Aber ich kriege halt dann Portugal, ohne dass ich Spanien kriegen muss. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Osmanen sich gegen Ungarn und das Russische Reich durchsetzen werden. Wenn Ungarn gleich dann einfach beschäftigt sein sollte. Weil Portugal ist wahnsinnig mächtig, ne? Dann müsste ich Polen-Litauen... Habe ich aber gerade gesehen, könnte ich reinnehmen. Eleganter wäre natürlich Frankreich, aber wieder 4300 Schulden. Kleinnation, man würde halt, ne, Kirchenstadt überrollen. Die beiden rausnehmen und dann wahrscheinlich sogar einfach auf Portugal raufmarschieren. Lissabon nehmen. Aber wir haben ja ein Auge durchaus auf so ein, zwei Provinzen. Beziehungsweise kann auch mal über Kolonialgebiet nachdenken. Das ist alles durchaus interessant, sag ich mal. So, wir wollen... 266, okay, das ist also ganz schön teuer. Die habe ich alle aufgewertet. Die Transportschiffe müssen wir auch aufwerten. Nein. Okay, ich werde jetzt mal meine Karavellen aufwerten, dass ich hier weitermachen kann. Ich hoffe, sie kriegen das... behalten das hier im Griff. Ich würde jetzt erstmal meine Armee zurückziehen. Bei Bedarf würde ich dann sagen, dass wir Söldner ausheben. Jetzt müssen wir wirklich hin und her segeln. Das kann sich ja sonst keiner leisten. Hey, 94,6%, Leute. Das wird. Aber erklärt mir doch bitte mal, warum habe ich einen Malus bei der Hingabe? Hat das auch was mit meinen Beziehungen zum Papst oder sowas zu tun? Oder zum Kirchenstaat? Excuse me? Bitte? Reformierter Glauben in Ancona? Das ist... Puh. Hey. Boah, wir haben den... Oh, das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Frankreich auch so ein bisschen an der Grenze, ne? Der protestantische Glauben herrscht auch wirklich nur so im Norden vor. Ansonsten setzt sich vor allem der Reformierte durch. Aber der Katholizismus, wir tragen dazu bei, ihn hier zu verbreiten. Und man muss ja auch sagen, ne, wenn Portugal nicht in der Lage ist, dieses Land hier zu bekehren, dann müssen wir es vielleicht für sie tun. Okay, nach Hause. Ja, die Insel ist wirklich unabhängig. Aber verbündet mit Großbritannien, stark. Ja, das kippt jetzt, ne? Leider, muss man sagen. Den Anspruch habe ich hier eh. Ah ja, ich würde Frankreich sagen, halt immer die Füße still. Weil wir haben so viele Machtpunkte. Das sind so viele Gefälligkeiten. Jetzt geht's wirklich. Vor allem, man kann es jetzt nicht einfach sofort wieder gegenreformieren, ne? Das ist immer ein bisschen ekelhaft. Erst in 30 Jahren.
Da wir aber sonst relativ einheitlich sind. Das ist kein großes Problem darstellen, also was die religiöse Einheit angeht. Offene Revolte, das ist ja nicht schön. Ich mache mal Beziehungen hoch bei Spanien. Vielleicht kriege ich Spanien doch nochmal gedreht, auch irgendwie. Das nicht ausschließen an der Stelle. So, die kann ich jetzt immer mal aufwerten. Die segeln jetzt, glaube ich, erst wieder los, wenn sie voll repariert sind. Das ist kein Stress. Die drillen hier fröhlich weiter. Die habe ich aufgewertet. Dann habe ich, glaube ich, nur noch die auch. Die 10 Bricks hier, ne? Sind die einzigen, die jetzt noch nicht aufgewertet sind von mir. Aber ein bisschen Cash kommt rein. Und die sollten jetzt losgeworden bin. Wir rüsten uns mal, ne? Ende dieser Folge will ich bereit sein, den Kirchenstaat den Krieg zu erklären und dann wird sich entscheiden. So wie es jetzt aussieht, kann ich natürlich nicht Ungarn und Portugal nehmen. Das geht auf gar keinen Fall. Die haben jetzt einfach auch mal... Boah, okay, ich habe am Anfang gesagt, man musste sich leisten können, ne? Und die Osmanen können sich leisten. 170.000 Mann Artillerie. Viel mehr Artillerie als die von Delhi oder die Franzosen insgesamt Truppen haben. Enorm. Das ist wirklich lächerlich stark. 114.000 auch noch in Reserve. Boah. Aber was ich mal angucken wollte, ist Portugal. Die haben, naja, die haben 70.000 Mann. Das ist schon nicht ohne, ne? Ungarn 65.000. Also mit Polen, Litauen zusammen. Ja, machbar. Aber ich kann das nicht mit beiden aufnehmen. Hier gehen wir weiter in die Ideen. Ich will auch die Richtlinie durchkriegen, ne? Weil ich dann kriege nochmal 5% Moral, Disziplin. Ich weiß nicht, wofür Frankreich es braucht, aber hey, unter guten Freunden. Ich glaube, im Februar habe ich einmal sie dazu angehalten, ne, den Krieg vorzubereiten. Das werden wir dann gleich wiederholen. Ich hoffe sehr, dass sie das gehalten kriegen hier. Ich kann wirklich gleich komplett wie so ein Pulverfass hochgehen. 100.000 Mann. Auf Korfu. Immer ebenso. Was wir auch bedenken sollen, das gucken wir uns auch nochmal an. Die Flottenstärke von Portugal. Was ist Portugal hier in der Liste? So. Okay, sie haben unfassbar starke Handelsflotte. Aber nur 15 Galeeren. Also da stehen wir eigentlich relativ gut da. Mit 30 Stücke. Die Osmanen übrigens auch Herrscher des Mittelmeers. Haben auch keine Chance. Aber mit unseren 30 Galeeren sollten wir uns hier durchsetzen können. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal 10 oder so nachlegen. Weil wir haben hier einen Kampfvorteil und wir haben sowieso starke Galeeren. Jetzt müssen wir schon mal 5 bauen. Zack. Unsere Flotte mal vernünftig eingesetzt kriegen. Überleben die noch mehr. Okay. Normalerweise würde ich die Truppen hier stehen lassen, weil ich rechne mit Revolten. Polen-Litauen hat Schweden den Krieg erlebt. Ah, ungünstig für mich. Die brauchte ich jetzt eigentlich. Habe ich es quasi versäumt, ne? Vor allem, dass Russland seinen Krieg mit Dänemark hier nicht beendet. Das wurmt mich auch ein bisschen. Sieht es eigentlich aus, jetzt wo wir den gleichen Rivalen haben. Wir könnten einfach mal die Hingabe nehmen, aber 50 administrative Macht schon. Fälschung könnte entdeckt werden. Ist das denn hier mal die Hingabe? Ja, jetzt die anfänglichen Gewinne. 100.000 Mann. Ja, die werden jetzt zurückgedrängt. Ne? Also was passieren wird, ist, dass Ungarn wird jetzt schnell unter Druck geraten. Dann wären die halt raus, wenn wir den Kirchenstaat den Krieg erklären würden. Ah, jetzt kann ich Venedig wieder reinkriegen. Okay. Wenn ich ein Land verspreche. Was für Land wollt ihr denn? Achso, ich könnte ihn hier oben Trent geben. Trient. Nehmen wir das, die kriegen das. Das sind auch einfach mal locker flockig 21 Entwicklung. Schönes Eisen dazu.
ihr seid fit, oder? Pressefreiheit, was? Ich würde sagen, verbieten wir natürlich. Soweit kommst du. Das passt nicht in unser Konzept. Hast du mal noch 5? Sehe ich mich hier auf der sicheren Seite, was die Flotte angeht. Also mit Venedig wäre ich natürlich auch glücklicher sogar noch in diesem Krieg. Und wie schnell auch die Meinung da hin und her gehen kann, ne? Aber es ist elementar, dass wir wirklich endlich mal den Kirchenstaat jetzt hier auch aus dieser Rivalenrolle rauskriegen. Warum können wir uns noch rivalisieren? Das ist viel zu klein. Ne? Wir sehen immer gar nicht so mächtig aus, vergesst nicht, wir haben hier noch zwei sehr starke Inseln, die wir sehr hoch entwickelt haben. Wir haben mit Tripolitanien zumindest auf dem Papier relativ viel Land. So, eine neue Regierungsform. Es geht an die wirtschaftlichen Belange, okay. Bürgermächtigen, okay, sehr stark auf Handel. Können Sie beschränken? Okay. Merkantilistischer Ansatz. Auch nicht verkehrt. Freihandel fördern? Okay. Ausbeutung der neuen Welt. Plus ein Kolonist. Ich glaube, es ist zu spät. Ne? Eigentlich geil. Aber wo soll ich jetzt noch viel kolonisieren? Was soll das hier denn passieren? Das müssen wir uns gleich mal in Ruhe angucken. Die müssen sich irgendwie abgespalten haben, oder? Waren die nicht französisch oder sowas besetzt? Anyway, aber wir sehen, dass Spanien hier schon extrem aktiv ist in Kalifornien. Das heißt, da werden sie wieder den Vertrag von Tordesillas kriegen. Man könnte in Alaska noch tätig werden. Das war es aber schon. Hier ist nicht viel zu missionieren und hier eigentlich auch zu kolonisieren. Deswegen, auch wenn ich es spannend finde, machen wir es glaube ich nicht. Entwicklungskosten global runter, auch nicht ganz verkehrt. Güterproduktion, ja. Wir sind schon eine Handelsmacht, ne? Sollten vielleicht auf irgendeine Handelsidee gehen. Kriegswirtschaft ist, glaube ich, nicht unsere Wirtschaftstheorie. Das brauchen wir auch nicht. Zumindest solange wir kein Gold haben. Handelseinfluss, Globalfluss 5% ist nicht verkehrt. Wir schlagen diesen Weg so ein bisschen ein. Natürlich, na, der Klerus bleibt uneingeschränkt die größte und wichtigste Macht hier. Ich bin jetzt übrigens bei allen so, ne? Ein bisschen am Rande. Wir sollten auch, können wir eigentlich doch jetzt wieder machen, ne? Landbeschlagnahme. Minus 20 ist das wieder, aber alle über 5, alle über 30, alle. Und jetzt wollen wir einmal hingucken. Wir verdienen jetzt 9,65. Ist in Ordnung. Warten auf den Wechsel. Ah ja, und bei Frankreich sage ich doch nochmal, jetzt sind wir nämlich schon wieder weg. Haltet euch doch nochmal auf den Krieg vor, bitte. Venedig könnte ich das gleiche sagen, ne? Werde ich auch gleich. Hast du Venedig? Ah, die sind mit in diesem Krieg drin, ne? Würden die trotzdem mit reingehen? Venedig, obwohl sie in einem anderen Krieg kämpfen, wären dabei. Das Ding ist jetzt ausgerechnet. Warum sind die denn nicht bereit? An der Seite ist sonst in einem anderen Krieg, okay. Das Ding ist, welches Land würde ich denn Venedig dann geben? Ich will ihnen ja eigentlich nicht das Land geben, was ich haben will. Meine Strategie bisher, Frankreich aber mal hier irgendwie so ein bisschen zu entschulden, indem wir sie dazu zwingen, keine Kriege zu führen. Aber es ist ein... sorry, das kann doch nicht sein. Frankreich seit 100 Jahren, gefühlt, oder seit 50, 60 Jahren, sind jetzt im Dauerkrisenmodus. Die kommen nicht mehr aus diesen Schulden raus, ne? Wir müssen mal ein, zwei Jahre solide wirtschaften. Das ist so ein Powerhouse eigentlich. Das ist ein bisschen quatschig, finde ich. Die Allianz nützt uns... Achso, kein Dicker mehr. Die Allianz nützt uns halt fast nichts, wenn man ehrlich ist. Schon mal die nächsten kolonialen Ziele auskundschaften. Aber hier ist alles schon... Neuseeland haben wir jetzt auch entdeckt. Selbst von Japan hört man, es scheint vereint, im Krieg mit Korea zu stehen, okay. Hawaii, auch nicht unattraktiv. Weiterer Bürgerkrieg,
Ja, das wird unser nächstes Ziel sein. Aber da muss ich erstmal hinkommen. Aber wir haben echt nicht mehr so viele, ne? Ansatzpunkte. Gerade wenn wir uns mit den Katholiken nicht verscherzen wollen, beziehungsweise nicht können. Wir marschieren erstmal nach Neapel. So, und jetzt habe ich, glaube ich, ja wirklich mal alles aufgewertet, was ich habe, oder? Und es gibt keine nicht aufgewerteten Schiffe mehr und die Armee pushe ich jetzt auf... Ja, komm. Lass es 40.000 Mann dann sein. So, endlich Dänemark und Russland machen Frieden. Viel schönere Grenzen. Das ist schon mal gut. Weil Russland wird jetzt auf der anderen Seite brutal verlieren. Auch wieder blöd, dass Venedig hier... Das Venedig um Politer. Naja gut, die sind halt verbündet, ne? Astrachan wird rausgenommen. Der Krieg wird ein Weilchen dauern. Das wird Russland auch ein bisschen beschäftigen. Interessant, dass Venedig... Das ist ja blöd, ne? Jetzt nicht wirklich mit Land belohnen könnte. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, sie einfach, ne, auflaufen zu lassen. Das Problem ist, ein Bruch mit Venedig würde mir nicht viel bringen, weil ich keinen Zugriff hätte, ne? Keine Möglichkeit, wirklich Krieg gegen sie anzuzetteln. Weil ich dann gegen alle meine Verbündeten stünde, ne? Plus Großbritannien. Also müsste so um 180 Grad sich einmal hier drehen. Das ist gar nicht so einfach um diese Zeit. Wir brauchen massig Artillerie auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Kavallerie vielleicht. Komm. Gehen jetzt voll auf Artillerie. Was soll der Geiz? So, die Flotte auch bei Neapel. Machen uns bereit für diesen Krieg. Tripolitanien werde ich noch drauf verzichten müssen, noch eine ganze Weile, befürchte ich. Aber gut, wenn wir stärker werden, ist das ja auch gut im Grunde für uns. Portugal auch abgelenkt durch diese Kriege. Komm on, Frankreich. Was macht ihr? Ihr habt doch nicht so ein extrem absurd großes Heer. Aber es sind so hohe Schulden einfach, dass man die auch nicht mal eben so, ne, ignorieren könnte. Bitter. Dadurch einfach bitter. Ansonsten in der Welt. Sie scheinen es im Griff zu haben. Die Kernprovinzen entstehen. Das heißt, sie haben gleich auch die Überdehnung dann abgebaut. Ja, hier wird es natürlich schwierig, das ist dann deren Aufgabe, entsprechend auch den Katholizismus voranzutreiben. Genau, das wollte ich hier mal kurz angucken. Die Föderation, oder eine Föderation, die sich hier gegründet hat, waren hier nicht die ganze Zeit die Franzosen irgendwie aktiv? Mir war so. Ich bin irritiert. Mit's irgendwie geil. Ein Krieg mit den 13 Kolonien, das ist natürlich heftig. Ja, die sind auch absolute Macht mittlerweile, ne? Auch 33% Freiheitsbestreben. Sprechende Sprache für sich. Vielleicht erleben wir hier noch die Vereinigten Staaten. Und da ist es vorbei. Das Zeitalter. Ich weiß gar nicht, was war es? Nicht das Zeitalter der Entdeckung, das ist das erste, das Zeitalter der Aufklärung. Nee, das kommt danach. Religionskriege. Egal. Wir kommen im Zeitalter des Absolutismus, liebe Leute. Wir gucken rein. Was bringt es mit sich? Erstmal, welche Möglichkeiten für uns. 5 Universitäten, das werden wir schaffen. 200.000 Mann. Nee. Das werden wir nicht schaffen. Okay, auch das Potenzial. Naja, vielleicht mit Quantitätsideen, da müsste eine Menge für passieren. Absolutismus. Boah, nee. Sehe ich nicht. Kaiser von China. Nee. Eine multikulturelle Nation. 5 gefördert. Ich glaube, wir können so viele gar nicht fördern, ne? Auch Umbrisch können wir fördern. Ist die Frage, wenn man noch die Überlegung eigentlich zur italienischen Gruppe vielleicht zu wechseln, das mache ich gerade noch nicht. Aber das ist möglich. Der Religionskrieg ist halt
vorbei, ne? Das heißt, wir haben eigentlich nur zwei Sachen. Drei Handelshäuser könnte man in Afrika gründen, aber auch schwierig. Ich sehe jetzt nur zwei Sachen, die ich schaffen kann. Ist das ein goldenes Zeitalter? Da brauche ich drei Aufgaben für. Und ich glaube, wir schaffen eher dann das Zeitalter der Revolution nach hinten raus, nochmal goldenes Zeitalter. Schade, weil ich finde, je früher man es nimmt, ne, man lebt ja auch so ein bisschen davon, ne? Ist nicht verkehrt. Administrative Effizienz will man eigentlich haben. Das hilft in so vielen Bereichen. Wessen Zeitalter ist das? Die Schweden, die Niederländer, ja gut, die Franzosen, okay. Wünschen wir es den Franzosen. Vor allem, dass wir von ihrem Schuldenberg runterkommen. So, sind wir gleich bei 40.000 Mann angelangt. Wir trainieren weiter. Oder drillen unsere Truppen, bereiten sie vor. Und wir lernen weiter. Mehr über die Welt, dass ich. Ganz kurz, warte. Kann ich das abbrechen? Kannst du nicht abbrechen. Ich muss unbedingt mal dieses Fleckchen hier, ne? Da ist der Handelspunkt. So, wir könnten den Krieg erklären. Aktuell mit Venedig. Sogar ohne, dass ich ein Land gewähre, obwohl sie auch in einem anderen Krieg sind. Das wäre okay. Aber Ungarn hat nach wie vor Bock drauf, ne? Aber fast nicht mehr, okay. Aber mit Venedig zusammen haben wir. Ja, okay, denkt euch Ungarn da raus aus der Rechnung. So, ist hier noch irgendwo ein Schiff im Bau? Das Gefühl, ich habe eine. Da. Die hier auch rein. Das sind wir bei 60. Kann sich langsam sehen lassen. Wir können sogar auf 50.000 gehen mittlerweile. Aber erstmal die 40.000 Mann hier hinstellen. Dann, wir bleiben jetzt aber. Ich habe doch so viele Gefälligkeiten. Na, okay, noch 24. 10 muss ich mir auf jeden Fall aufheben. Zeig noch einmal Kriegsvorbereitung. Ist ein bisschen lächerlich, ich weiß. So, Ungarn wird gleich keine Lust mehr haben. Zumindest keine Lust mehr, den Kirchenstaat zu verteidigen. Würde ich nutzen. Man kann tatsächlich ja auch später, wir können ja Rom oder den Kirchenstaat später ja auch nochmal angreifen und diese Allianz mit Ungarn lassen. Ich habe ja noch Interesse daran, Venedig hier ein bisschen auf ihre Kosten, auf ungarische Kosten auszudehnen. Bin ich ja nicht darauf angewiesen, dass ich Land will vom Kirchenstaat. Man, den Krieg hier, den müssten sie doch eigentlich auch relativ zügig hinkriegen, oder? Achso, wir sind ja gegen Schweden, nicht gegen Dänemark. Das heißt, Schweden kämpft gegen Dänemark und Polen Litauen kämpft gegen Schweden. Das ist sehr wild. Okay, das halten die Dänen noch, aber das ist zumindest in der Farbe, das kann ich noch akzeptieren. Ja, Kalifornien geht an Spanien. Wird ein bisschen was annektiert. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Habe ich nicht? Doch, okay, die letzte Einheit ist noch im Bau. Ist auch noch im Bau. Kein Frieden. Was ist eigentlich ein Trappist? Wir waren ja früher immer Großmeister, ne? Trappistenorden. Waren wir nicht mal ein Ritterorden? Wann sind wir zu einem Trappistenorden geworden? Das muss sich irgendwo hier ausgelöst haben, ne? Ich weiß nicht ganz, wann und wie das geschehen ist. Aber sei es drum. Bauen wir noch was Schönes? Ja. Auch eher nicht so. Wann kommen die Universitäten ins Spiel? Weil die sind natürlich minus 20% Entwicklungskosten. Tech 17. Aha! Das ist ja heftig. Die Osmanen warnen mich? Mich? Ja, gut. Ich bin eine Minute davor, ihnen den Krieg zu erklären hier. Und jetzt kommen die Osmanen. Sind aber. Moment, war die Warnung nicht? Ich so darf meinen Nachbarländern nicht den Krieg erklären? Das fand ich gerade merkwürdig. So, Dänemark verliert.
Gleichzeitig verliert Brandenburg aber auch, oh Gottes Willen, Brandenburg auch massiv jetzt gegen Mecklenburg. Das ist das. Okay, Mecklenburg ist auch Teil dieser polnisch-litauischen Geschichte, verstehe. Okay. Ja, es ist blöd, weil es natürlich sehr viele venezianische Truppen hier oben bindet. Ne? Aber jetzt, ich bin jetzt gerade wirklich verwirrt. Normalerweise, wenn du gewarnt bist, würde jetzt hier. Würden sie doch hier auftauchen, oder? Oder hätten sie dann die Möglichkeit, mir separat nochmal den Krieg zu erklären? Jetzt müssen wir uns einmal kurz anschauen. Wo war das hier? Zack. Gewarnt vom Osmanischen Reich. Okay, die Osmanen können mir den Krieg erklären, wenn ich einer dritten Partei den Krieg erkläre. So, jetzt die Frage, Freunde. Jetzt die Frage. Oh Gott, Russland. Nee, ist noch ein Krieg, okay. Ich dachte, das wäre schon vorbei, weil das alles so. Aber das war Astrachans Land. Jetzt aber die Frage. Wenn ich den Kirchenstaat den Krieg erkläre, okay, dann kann mir das Osmanenreich den Krieg erklären. Okay. Anschlussfrage. Wenn die Osmanen mir den Krieg erklären, das heißt, sie mischen sich nicht in diesen Krieg ein, das ist ein separater Krieg. Ne? Ich habe dann meinen Krieg gegen Portugal Genf Trient und den Kirchenstaat auf der einen Seite und die Osmanen würden mir wiederum den Krieg erklären. Aber das würde ja eigentlich dazu führen, dass Frankreich reingerufen wird, dass Polen-Litauen reingerufen wird und dass Venedig reingerufen wird. So würde ich über große Umwege zugegebenermaßen, aber trotzdem ja in einen Krieg reinkommen. Und wenn, dann müsste ich es jetzt machen, jetzt wo sie hier noch in Ungarn stehen, jetzt wo sie noch gegen Russland kämpfen. Was sie gewinnen werden, aber was sie beschäftigt. Gucken wir uns das zum Ende der Folge nochmal an, was die Ausgangslage wäre. Die ist, boah, 380.000 Mann! Aber fast keine Reserve mehr. Puh, wie kann man so viele Truppen haben? Das ist so absurd. Ich habe fast das Gefühl, ich muss es fast jetzt drauf ankommen lassen. Weil wann sonst? Übrigens, was ich nicht vergessen darf, nämlich Portugal den Krieg erkläre oder Portugal hier mit reingeht in diesen Krieg, dann habe ich auch Äthiopien. Eieiei, mit drin. Aber ich rechne damit, dass Portugal relativ verstreut ist auch in der Welt. Und ich mit einem schnellen Schlag gegen den Kirchenstaat auch einfach ein Kriegsziel habe, was dann für mich tickt, dass ich hier relativ schnell die Flexibilität herstellen kann, sage ich mal, um auch aus diesem Krieg wieder rauszugehen. Ach, hier baue ich jetzt noch die Kanonen, na gut. Aber ich würde sagen, wir sind so gesehen gerüstet. Die Flotte steht, die Armee steht fast. Ich würde jetzt aufhören zu drillen. Wir haben ein bisschen was in der Tasche. Und solange die Osmanen im Krieg sind, werden wir das gleich nutzen. Ich will nicht schon wieder Hingabe verlieren. Könnt mir übrigens echt mal schreiben, woran das liegt, dass ich einen Grundwert, einen negativen Grundwert habe. Das verstehe ich nicht. Jetzt sollte ich meine Stabilität pushen. Dass ich hier zumindest mal wieder vorankomme. So, das administrative Macht verlieren. Ach, ungern. Es hat schon, muss. Muss, geht nicht anders. Und ist es nicht auch so, dass gerade ein Kreuzzug, die Osmanen sind auch Kreuzzugsziele, okay. Also ich glaube, das Risiko würde ich gleich auf jeden Fall eingehen, diesen Krieg gegen den Kirchenstaat loszutreten und gegen Portugal. Von Portugal kann man sich hier sicherlich ein bisschen Land nehmen. Was theoretisch an Tripolitanien gehen müsste, aber was ich wahrscheinlich dann erstmal für mich selber halte und verwalte. Da sprechen wir aber vor allen Dingen vielleicht auch über koloniales Land. Weil es müsste ich besetzt halten, ne, um es zu nehmen. Was übrigens auch passieren wird, Neu-Jerusalem wird natürlich überrannt werden von der Karibik hier und von Brasilien. Keine Chance. Aber müssen wir mal gucken. Von Portugal kann ich nicht so viel gewinnen. Mir wäre es lieber, eher Spanien dann vielleicht zu isolieren und die Allianz mit Portugal rauszuhauen. Aber hauptsächlich geht es ja auch um das Land vom Kirchenstaat. So, das ist erstmal quasi auf der Agenda. Alles andere in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin.